So, hallo allerseits. Hier ist Franziska Giffey und ich grüße aus dem Kulturmacherhaus im Berliner Wedding. Und ich habe heute eine Verabredung, die schon seit vielen, vielen Wochen feststeht, mit zwei ganz besonderen Frauen. Und ich freue mich, dass wir an dem Tag, an dem Klaus Wowereit seinen berühmten Satz gesagt hat, ich bin schwul und das ist auch gut so, hier zusammenkommen mit Jurassica Parker und Margot Schlönske, beides Größen der Queer-Community in Berlin. Und wir werden uns heute ein bisschen unterhalten über 20 Jahre Klaus Wowereit-Satz, über die Regenbogenstadt Berlin, über ja auch Probleme in der Community, über Dinge, die ja uns alle bewegen in der Stadt. Und ich hoffe sehr, dass die beiden jetzt zu mir kommen. Ich bin nämlich schon hier am Gucken und ich glaube, Margot Schlönske ist schon zu sehen. Hallo. Ich bin schon da. Ja, kannst du mich auch hören? Ich kann dich hören, ja. Weil ich habe diese Stöpsel drin. Ich mache das jetzt mal damit und habe gute Erfahrungen damit gemacht. Jetzt warten wir doch auf die Jurassica. Ja. Und hat die denn schon eine Anfrage gesendet? Weiß man das? Ja, wir gucken mal kurz. Ja. Also du siehst schon mal toll aus. Und das bei jetzt der... Ebenso. So, wir sehen jetzt Jurassica. Wir schauen mal. Okay. Ja, ja. So. Und ansonsten machen wir das zu zweit. In Ordnung. Ja, wir kommen direkt. Oh, da ist sie. Wow. Hallo! Meine Güte, wie lange habt ihr heute im Bad gebraucht? 5 Minuten. Wie viel 5 Minuten? Ach so, 5 Minuten. Einfach nur schnell übergeworfen. Ne? So, ja. Ein bisschen Mascara und ein Lid aufgesetzt. Den Mascara musst du mir mal empfehlen. Was man ja. Wir arbeiten ja mittlerweile mit einem Make-up-Kissen. Da legen wir abends unser Gesicht rein. Am nächsten Morgen packen wir es wieder rauf. Das geht ganz schnell. Ach so, das saugt sich so fest, genau. Ja. Jurassic hat sehr viel Haar heute. Ja, ich habe gedacht, weil das Haar trage ich sehr ungern im echten Leben, weil das so unpraktisch ist. Und ich habe mir gedacht, heute sitze ich ja nur statisch irgendwo rum und da kann ich mal mehr Haar tragen. Ja, ist auch schön warm, ne? Ja, es ist sehr warm. Perfekt für dieses Wetter, genau. So, ihr Lieben, habt ihr angestoßen auf 20 Jahre Ich bin schwul und das ist auch gut so von Klaus Wowereit? Oder das habe ich mir jetzt vorgenommen, liebe Franziska. Ah. Ja, ein Höschen. Auch ein hier, ne? Ich trinke gefärbtes Wasser, was nach Sekt schmeckt. Sehr gut. Prost. Ich bleibe beim Wasser. Beim natürlichen Wasser. Ich hatte gestern die Gelegenheit, ja auch mit ihm zu sprechen. Und du warst ja gestern auch mit Klaus und Kevin, glaube ich, im Regenbogenkiez am Neuendorfplatz ganz viel unterwegs. Was habt ihr dann da gemacht? Erzähl doch mal bitte. Ja, na, wir waren unterwegs. Wir sind am Neuendorfplatz losgelaufen. Dann waren wir in der schwulen Buchhandlung Eisenherz. Und natürlich durfte nicht fehlen der schöne Laden Romeo und Romeo. Ein Café, das kennt ihr bestimmt. Natürlich. Ja. Und gegenüber ist so ein Krimskramsladen, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Die Kuckuck. Haben wir. Ja, genau. Kuckuck, genau. Ja. Frag mich. Das habe ich. Guck mal. Oh. Hat mir der Inhaber geschenkt. Ja, das steht jetzt hier im Kulturhaus. SPD-Zentrale. Ja, also es war sehr lustig. Wir hatten viele gute Gespräche und war sehr schön. Ich sehe ja jetzt, also ich folge dir seit einiger Zeit auf Instagram, also seitdem wir in Verhandlungen sind, wann wir diesen wunderbaren Talk miteinander... Ihr sucht euch immer die besten Tage aus, ich sag's euch. Ja, ja, das stimmt. Über dein Timing, Franziska, sprechen wir gleich nochmal. Ja, aber ich bin da, ja. Ich meine, ich kann jetzt auch, wenn der Tag nicht gerade der beste ist, euch nicht absagen. Ich muss kommen heute. Ja, ganz kurz noch, liebe Franziska, und zwar seitdem folge ich dir und du bist ja auf Instagram unheimlich aktiv. Also gefühlt bist du den ganzen Tag nur unterwegs und bist auf Instagram zu sehen. Du musst ein Tagespensum haben, das ist ja auch wirklich der State of the Art, meine Liebe. Wann schläfst du eigentlich? Ja, ab und zu ein bisschen, ja. Also, es ist nicht langweilig, ne? Also wir sind ja schon mit dem Wahlkampf auch eingestiegen und wir wissen, wir haben noch 4 Monate Zeit und die will ich nutzen, die Zeit, damit wir das schaffen, in Berlin was zu rocken. Ja. Also,
So, Quia, Margot, wir waren jetzt beim Neuendorf-Kiez, weißt du, dass ich verschiedene Läden kennengelernt habe und du hast dich mit den Leuten dort unterhalten irgendwie. Das war jetzt ja ein Lockdown. Da waren wir, okay, gut. Da waren wir stehen geblieben. Ich wollte jetzt dazwischen grätschen. Was denn so das Feedback jetzt erstmal so ist nach dem Lockdown oder so, wir haben ja also zwischen Lockdown in den Läden drin, in den Bars und Cafés, ist ja immer noch Abstand halten angesagt und das wirkt sich ja auch wirtschaftlich auf die Läden so ein bisschen aus. Wie geht's den Läden denn da eigentlich? Also ich muss sagen, man merkt, dass alle so ein bisschen, also es ist so eine Mischung aus einerseits froh, dass es wieder irgendwie losgeht, dass man wieder draußen sitzen kann, dass die Restaurants geöffnet sind. Wir waren dann auch am Hafen, den kennt ihr auch, ne? Wir kennen da alles. Wir kennen alles. Wir kennen sogar Räume, die hast du noch nicht gesehen. Ja, und dann haben sie mir noch so eine Klaus und Laden gezeigt, da haben sie gesagt, da komme ich nicht rein. Das war ein bisschen weiter vom Hafen entfernt. Da war nur mal Mechthild Rabat drin als Frau, die ist da einfach reingegangen im Wahlkampf. Aber gut, naja. Das sind ja die viel beschriebenen Darkrooms, die es ja Gott sei Dank immer noch gibt im Motzstraßenkiez. Das Schließe haben ja auch immer mehr geschlossen, genauso wie auch schwule Sauen, die in den letzten 10, 15 Jahren sehr viel geschlossen haben, aus diversen Gründen. Aber meine Frage, wie fühlt es sich eigentlich an als Cis-Frau, als echte Cis-Frau, die auch noch heterosexuell ist, wie fühlt es sich an, einen Laden vor einem Laden zu stehen, wo du weißt, du wirst da niemals reinkommen, weil es eine schwule Fickkneipe ist? Also so hat mir das jetzt Klaus nicht vorgestellt, aber darf ich das sagen hier? Oder, klar, jetzt ist eh durch. Jetzt ist eh durch, ja. Ja. Also du, am Ende, ich finde immer, wenn man nichts mehr sagen kann, dann ist ja schon ganz schlimm. Alles kann man sagen. So, und nö, also ich sag mal, ja, es gibt halt Orte, da ist nicht jeder unterwegs, ja, mein Gott. Also, ich finde erstmal wichtig, dass wir letztendlich, das ist ja alles diese Vielfalt Berlin. Und man merkt eben, wenn man da unterwegs ist, das ist eben ein Ort, wo Menschen einfach so leben und lieben können, wie sie es für sich entschieden haben und wollen und wo sie einfach so sein können, wie sie sind. Und das finde ich toll. Das spürt man da, wenn man unterwegs ist. Und das ist ja ein großer Schatz, diese letztendlich auch Toleranz in der Stadt, diese Freiheit, diese Offenheit. Und leider haben wir das nicht überall, müssen wir auch sagen. Aber dort, wo es das gibt und wo das möglich ist, da muss das unbedingt verteidigt werden. Und es ist auch wichtig, dass wir an anderen Orten, wo es nicht so ist, dafür uns einsetzen. Ja? Dass wir darüber haben wir gestern auch gesprochen, wie wichtig es ist, eben auch der Diskriminierung, die es heute immer noch gibt, entgegenzuwirken, auch wenn sich total viel verändert hat. Nicht? Ich meine, ich weiß noch, als Klaus damals diesen Satz gesagt hat, vor 20 Jahren, ich war zu Hause, guckte Fernsehen und dachte so, cool. Mann, der traut sich was, ja? Dass er das jetzt echt macht. Und dann waren ja alle gespannt, was ihm passiert. Also ob er jetzt trotzdem weitermachen kann oder nicht. Und er hat dann einfach weitergemacht und er hat es gut gemacht. Und ich finde wirklich, dass sich in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel verändert hat in der Gesellschaft, in der Akzeptanz. Da ist noch nicht alles erledigt, aber es ist schon deutlich besser geworden. Viel, viel, viel akzeptierter und normaler. Ich darf da ganz kurz mal reingrätschen, weil das hat Klaus dazu auch noch was zu sagen. Ja, erstmal du. Klaus hat nämlich gestern auch berichtet, genau von diesem Coming Out halt. Also für ihn war das ja eigentlich kein Geheimnis und in der SPD und in der Politik, da wussten das ja viele eigentlich auch. Aber als er dann wohl Spitzenkandidat der SPD werden sollte, werden würde und dann auch entsprechend regierender Bürgermeister halt mit den Stimmen von Linke und so weiter gewählt werden würde, haben dann doch einige Presseorgane dann schon mal die ersten Journalisten losgeschickt in den Neuendorf-Kiez, um halt dann dort, wie er selber gesagt hat, eine Berichterstattung über das schwule Leben dort zu machen, die jetzt nicht unbedingt gerade von Vorteil für ihn gewesen wäre. Und daher hat er gesagt, von wegen, er haut das jetzt einfach nochmal raus für diejenigen, die es halt noch nicht mitbekommen hat. Und dann ist die ganze Sache damit erledigt. Aber das ist doch interessant, dass das damals noch von der Presse zum Teil zumindest noch als Druckmittel irgendwie angesehen worden ist, in der Öffentlichkeit zumindest, dann Stimmung zu machen darüber. Ja. Und heutzutage habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist es eigentlich zumindest in der Politik, wenn man in gewissen privilegierten Positionen ist, ist es jetzt nicht mehr unbedingt so das Erpressung oder das Druckmittel. Dazu, also weil ich habe heute auf Radio 1, ich bin Radio 1-Hörerin, schon seit immer, und heute auf Radio 1, ich höre einen wunderbaren Podcast. Bitte? Nur für Erwachsene. Ich bin ja fast schon voll. Nee, schon seit fast 30 Jahren, egal.
Und da haben sie ihn auch gefragt, also weil man hört ja in dem O-Ton, als er diesen berühmten Satz gesagt hat, ich bin schwul, das ist auch gut so, gab es ja ganz, ganz viel Applaus auch aus dem Hintergrund, also auch gejubelt tatsächlich. Das ist unheimlich empowernd, finde ich. Und er hat auch da nochmal bekräftigt in dem Interview, dass er sich diesen Satz nicht vorher zurechtgelegt hat, der kam spontan. Er hat wohl auch nochmal alte Redemanuskripte gefunden und er hat da diesen Satz nicht drin gefunden. Also er muss das spontan entschieden haben. Und das finde ich eine großartige Anekdote, ehrlich gesagt. Und zu dir, Margot, noch ganz kurz. Und das finde ich nämlich auch, wie toll das ist, dass mittlerweile PolitikerInnen sich gar nicht mehr unbedingt erklären müssen, wen sie jetzt lieben und wen sie nicht lieben. Und das war vor 20 Jahren anscheinend wirklich noch anders, weil es eine große Sensation war. Ja, ja. Und gestern bin ich dann nämlich noch am späteren Abend mit dem E-Roller im Fummel durch den Neuendorf-Kiez gefahren. Deswegen sieht es heute ein bisschen zerzaust aus und dachte so, so erst recht so ein bisschen so nach dem Lockdown, aber ich dachte auch so, naja, jetzt 20 Jahre danach, wie toll ist das eigentlich, dass ich das jetzt hier machen kann. Ich kann im Fummel auf einem E-Roller durch einen Homo-Kiez, durch einen queeren Kiez durchfahren. Rechts und links haben die Bars und Cafés auf, da sitzen Leute und sowas. Das ist natürlich besonders intensiv nochmal aufgenommen worden, weil die Leute jetzt nach dem Lockdown jetzt endlich auch sitzen können und trinken können, sich unterhalten können. Aber da ist wieder Leben und das ist ein unglaublich warmes, wohliges Gefühl. Und das hätte ich ganz gerne, ehrlich gesagt, überall in Berlin, nicht nur am Neuendorfplatz, weil ich gebe zu, es gibt Regionen, da würde ich jetzt nicht so ohne weiteres mit dem Fummel und dem E-Roller durch die Gegend fahren. Da ist mir der E-Roller zu langsam. Wo wohnst du denn, Franziska, eigentlich? Was sagst du? Wo du wohnst eigentlich, das weiß ich gar nicht. Ja, ich habe mal in Neukölln gewohnt und jetzt hat es mich nach Friedrichshain verschlagen. Ach, und schau an. Ja, so seit ein paar Jahren. Und da, also quasi, da ist ja auch, wenn ihr Samariter, Boxhagener, Kiez und so die Ecke, da ist ja auch relativ viel an Clubszene, aber... Ja. Das ist jetzt nicht so ganz nur queere Szene, sondern querbeet, glaube ich. Aber ich bin jedenfalls froh, dass die Stadt wieder so ein bisschen zum Leben zurückkehrt. Und jetzt auch bei dem Wetter ist es natürlich toll, dass das alles so ein bisschen wieder öffnet. Und ehrlich gesagt, als Mutter bin ich auch froh, dass doch noch die Schulen jetzt wieder öffnen und richtig, also dass der Wechselunterricht endlich aufhört. Und also ich habe das selber erlebt, mein Sohn ist 6. Klasse und der ist total auch glücklich, mit seinen Freunden wieder zusammen zu sein. So, das ist auch eine Riesenerleichterung. Jetzt nicht nur, dass die Außengastronomie offen ist, sondern ich fand das auch, habe ich mir auch sehr für stark gemacht, dass das normale Schulleben für die Kinder eben auch zurückkehrt. Nicht, dass nur die Erwachsenen die Lockerungen genießen können. Franziska, kurze Zwischenfrage, wo guckst du dauernd hin? Du guckst die ganze Zeit immer so zur Seite. Ja. Wo soll ich hingucken? Ich bin mir nicht sicher. Also. Weil du guckst immer so in die eine Ecke die ganze Zeit, als ob da irgendwie was ist. Jetzt kommt Jessica, kommt aus dem Grinsen nicht mehr raus, schreibt hier einer. Ach, du guckst auf die Kommentare derweil. Ja, ich muss ja mal gucken. So. Okay. Jetzt sind alle so Ladies aus Berlin für Berlin. Ja, gut. Ja. Also wir lesen nur die netten Kommentare und die blöden, die Hater, die unterwegs sind, die lesen wir nicht. Da sind auch so ein paar Kommentare mit dabei, wo ich denke, Leute, lest euch doch bitte mal die Überschrift wenigstens zu dem Thema, zu dem Talk heute durch. Es geht um queere Politik in Berlin und das möchte ich auch ganz gerne. Franziska, du hast ja bestimmt... Jetzt kommen wir mal zum Thema. Jetzt kommen wir nicht mal zum Thema. Und zwar, du hast Jessica und mich ja nicht grundlos heute eingeladen, weil du möchtest uns ja heute bestimmt mitteilen, welche Positionen wir denn in deinem Kabinett jetzt demnächst übernehmen sollen. Was soll denn Jessica machen? Ich möchte gerne Sektsenatorin werden. Ja, also im Land Berlin ist es ja nicht das Kabinett, sondern erstmal der Senat. Aber Senatorin. Ja, Entschuldigung, natürlich, ja klar. Sektsenatorin, machst du dann Beschaffung, ja? Oder wie ist es? Also, erstmal schaffe ich die Sektsteuer ab, ist ganz klar, ja. Zumindest in Berlin. Und dann gucken wir mal weiter. Dann würde ich sagen. Freisekt für alle, wäre halt so mein Slogan dann auch. Aha, okay. Ja. Ich glaube, wir haben davor noch ein paar andere Probleme. Das glaube ich auch. Erzähl mal, was sind denn die queeren Positionen der SPD hier, besonders in Berlin? Naja, wir haben ja, also erstmal haben wir ja ein Wahlprogramm gemacht, wo wir gesagt haben, wir machen nicht 120 Unterpunkte, sondern wir konzentrieren uns auf 5 große Schwerpunkte. Das sind ja unsere 5 Bs für Berlin. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Ich sage das nochmal. Also das erste B steht für Bauen. Da geht es um Wohnungsneubau und öffentlichen Nahverkehr, also Ausbau von öffentlichen Nahverkehr. Okay.
Das zweite B ist Bildung. Da ist also alles, was das Thema Digitalisierung an Schule und so weiter angeht, drin. Das dritte ist das Thema beste Wirtschaft, wo es um gute Arbeitsplätze geht, um den Erhalt von Arbeitsplätzen, auch jetzt nach der Pandemie, dass wir besonders die Branchen unterstützen, die natürlich ganz besonders gelitten haben auch, also Gastro, Hotel, Kongress, Messe, Einzelhandel und sowas. Und das vierte B steht für bürgernahe Verwaltung. Da haben wir auch noch einiges zu tun. Ja, auch Thema Digitalisierung und Serviceorientierung und so. Ich glaube, da könnt ihr auch eine Geschichte von erzählen. Kann zumindest jeder, den ich bisher getroffen habe. Ja. Und das fünfte B ist Berlin in Sicherheit. Da geht es also um soziale Sicherheit, Kampf gegen Obdachlosigkeit, aber auch um innere Sicherheit, darum, dass wir denjenigen, die sich für die Demokratie einsetzen, den Rücken stärken, aber auch, dass wir eben Polizei und Ordnungsämter so ausstatten, dass die gegen Kriminalität und alles, was wir nicht so gut finden, in unserer Stadt auch vorgehen können. Das sind erstmal unsere fünf Schwerpunkte. Und dann haben wir im Programm so ein Querschnittskapitel noch gemacht, wie wir uns die Stadt vorstellen. Also klimafreundliche Stadt, familienfreundliche Stadt und ein Kapitel in diesem Teil, lebenswerte Metropole Berlin, ist die Regenbogenstadt Berlin. Also wir haben in dem Wahlprogramm ein eigenes Kapitel für die Regenbogenstadt. Und da geht es natürlich darum, dass wir uns als SPD ganz stark einsetzen wollen, dafür, dass die Vielfalt hier erhalten bleibt, dafür, dass auch die queeren Clubs erhalten bleiben, dass die Szene ihren Ort hat und dass eben auch sowas wie Jugendarbeit, das Thema in den Schulen stärker voranzubringen. Also all die Themen, die auch gegen Diskriminierung laufen, die Organisationen stärken, die genau dagegen arbeiten, die sich aus der Zivilgesellschaft einsetzen, um letztendlich auch Demokratie zu machen. Das gehört da alles mit dazu. Naja, und natürlich der Einsatz auf Bundesebene, auch dass die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen noch verbessert werden. Ich sag mal, Ehe für alle ist schön, haben wir geschafft, aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere Punkte, die auch noch wichtig sind. Marit, du wolltest gerade was sagen, oder? Okay. Nee, ich musste gerade nicht mal bei mir die Kommentare ausblenden, weil ich jetzt persönliche Nachrichten kriege, was ich der Franziska alles fragen soll. Okay, verstehe. Das ist jetzt zu spät. Nein, genau, da ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema, glaube ich, auch im Bundestag. Ich weiß gar nicht, bist du jetzt eigentlich noch Bundestagsabgeordnete oder warst du in Anführungsstrichen nicht? Du warst Ministerin und Ende, ne? Genau. Ja, ich bin ja als Exot da reingekommen. Ich war ja Bezirksbürgermeisterin in Neukölln. Ich war da gewählt. Ich sollte eigentlich bis 2021 Bürgermeisterin werden. Ich war ja gerade wieder, ich habe ein Jahr gemacht. Und ich hatte das voll überhaupt nicht anders auf dem Plan. Und dann hat ja der Lindner gesagt, er will nicht, ne? Könnt ihr euch erinnern? Natürlich. Lieber nicht regieren als falsch. Historischer Moment, Dann war Jamaika geplatzt und dann war ja, oh je, was machen wir jetzt? Und dann ist die SPD eingesprungen und dann gab es GroKo. Und ich habe dann immer noch nicht damit gerechnet. Ich dachte, ich mache Neukölln, Und dann irgendwann kamen die halt auf mich zu, die Parteispitze, und haben gesagt, okay, kannst du dir vorstellen, Bundesministerin zu werden? Und meine erste Reaktion war, nee, kann ich nicht machen, ich kann meine Neuköllner nicht im Stich lassen. Naja, und dann haben sie noch ein paar Mal mit mir geredet und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es. Und in den über 80 Millionen Deutschen sind ja die 300.000 Neuköllnerinnen und Neuköllner auch drin. Und wenn ich Sachen erreichen will, gerade in Berlin im sozialen Brennpunkt auch was hinzukriegen, dann nutze ich jetzt diese Chance. Und ich kann euch sagen, ich habe die 3 Jahre wirklich genutzt. Ich bin ganz stolz darauf, dass ich 100% der Vorhaben, die wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, auch wirklich umgesetzt habe. Wir haben die durchs Kabinett gebracht und für Berlin ist da richtig viel bei rausgesprungen. Ja, ob das Kita-Gesetz oder starke Familiengesetz oder Jugendschutz, Adoptionshilfe, Elterngeldreform. Also es sind ja ganz viele große Vorhaben, die total auch Kinder- und Jugendhilferecht zum Beispiel reformieren. Ein uralt Vorhaben, was ewig gedauert hat, und wir haben das abgeschlossen. Und das wird hier in Berlin ganz, ganz vielen Kindern und Jugendlichen und Familien helfen, besonders die eben in schwierigen sozialen Lagen sind. Und darauf bin ich auch stolz. Also kannst du auch sein, liebe Franziska, tatsächlich. Ich habe ja auch schon einige PolitikerInnen im direkten Gespräch gehabt, auch in meiner Show im BKA-Theater. Ich finde, Kevin Kühnert und Klaus Lederer sind die mir am nächsten sind. Und ich finde es immer wieder faszinierend, ihr PolitikerInnen. Man fragt eine Frage und ihr verfallt immer in eure kleinen wahlpolitischen Monologe. Tut mir leid, wenn ich das so sagen wollte. Und man kommt auch nicht rein. Ne? Und man merkt auch immer wieder, es wird über das Thema gesprochen, was einem halt am liebsten ist. Und ich glaube, du warst jetzt natürlich auch
drei Jahre, vier Jahre warst du jetzt Bundesfamilienministerin. Und das ist natürlich auch dein Thema total irgendwie mit Familien. Also wir Queers, wir kommen natürlich alle in der Regel aus einer Familie. So sieht das ja bei uns auch aus. Wir wissen schon im Groben und Ganzen, worum es da geht. Naja, gut, das stimmt, ja. Aber es ist natürlich bei vielen, da muss ich jetzt sagen, ist natürlich ein ganz, ganz trauriges Thema, weil ich gehöre zu so einer Generation an. Zu dem Zeitpunkt, wo ich vielleicht Kinder hätte adoptieren wollen, da ging es nicht, da hat es nicht geklappt, da war es gesetzt. Jetzt würde es gehen, aber jetzt muss man mal sagen, auch wenn ich jünger aussehe, ich bin einfach zu alt. Und du siehst nicht jünger aus, Margot. Halt die Klappe. Und, das, und jetzt ist natürlich der Lebensentwurf auch entsprechend schon anders gestaltet worden, aber wenn ich nochmal frei entscheiden könnte, wäre ich nochmal 20, 30 Jahre jünger, sähe das natürlich alles schon mal so ein bisschen anders aus eigentlich. Und da wurmt mich das dann natürlich auch, da greife ich jetzt mal ganz kurz vorweg, wenn es dann jetzt auf einmal heißt, dass Kinderlose demnächst etwas mehr in die Sozialversicherungskassen einzahlen sollen, um die Pflegeversicherung aufzustocken. Ich kann den Gedanken dahinter nachvollziehen, sage aber, ey Leute, erst durfte ich keine Kinder kriegen und jetzt habe ich keine und jetzt darf ich auch noch dafür mehr bezahlen, ist natürlich irgendwo, ich sage es, wie es ist, das ist so scheiße. Ich bin dafür, lieber die Pflegeversicherung für alle zu erhöhen und dann sagen, erhöhen wir lieber das Kindergeld für diejenigen, die Kinder haben, gleichen wir das da aus, das finde ich total in Ordnung irgendwie, zum Beispiel. Ne? Also ich finde es sowieso total schwierig, immer Leute, die keine Kinder haben, gegen welche, die Kinder haben, auszuspielen. Das ist sowieso in unserer Gesellschaft zunehmend so, immer dieses Gegeneinander, ja, Autofahrer gegen Fahrer, Vermieter gegen Mieter, Arbeitnehmer gegen Unternehmer. Das führt ja nicht weiter, ja. Und das, glaube ich, auch ist in Berlin ganz schwierig. Also wenn wir nicht schaffen, irgendwie zusammen was zu machen, dann kommen wir nicht vorwärts. Und deswegen ist eben auch das Thema Leute, die Kinder haben und welche, die keine haben, immer das so gegeneinander zu stellen, finde ich nicht gut. Ja, also wir haben ja immer auch viel gesprochen in der Pandemie von den großen Belastungen, die Familien hatten. Das ist auch ohne Frage so, ja, mit Homeschooling und Haushalt und allem. Aber ich habe eben auch viele erlebt, die eben dann keine Kinder hatten, aber gesagt haben, okay, ich übernehme für dich, der du jetzt nicht bei der Arbeit sein kannst und Homeoffice machst, ich übernehme was für dich, ich nehme dir was ab, ja, und ich finde, man muss das auch würdigen, ja, dass eben auch manche sind ja so, erlebe ich manchmal, dass Leute sagen, ja, du kannst ja gar nicht mitreden, du hast ja gar keine Kinder, du weißt ja gar nicht, ja, wie viele Kinder das ist. Das finde ich nicht in Ordnung, ja. Aber das stimmt schon, also ich habe so viele Freundinnen jetzt tatsächlich nicht gegendert, weil es sind wirklich nur Frauen. Die ich noch aus Schulzeiten kenne, die jetzt alle Familien haben, 1, 2, 3, 4 Kinder teilweise. Ja. Und das ist natürlich eine Lebenswelt, die ist mir als schwuler Mann mit 41 Jahren, ich lebe in einer schwulen Beziehung seit 10 Jahren und mache diesen außergewöhnlichen Beruf, dieses Familienleben tatsächlich sehr fremd, weil das nicht meine Lebenswelt ist. Mhm. Und du musst dir eine etwas schnellere Frisur zulegen, sag ich. Ja, nein, tatsächlich. Ein bisschen was Praktisches, ja? Was Praktisches. So wie Margot zum Beispiel. Ja, wie du gerade gesagt hast, Franziska, tatsächlich muss ich wirklich sagen, kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie Familienleben ist, wie es ist, Eltern zu sein, wie es ist, Verantwortung für Kinder zu haben. Das habe ich nie erlebt, das werde ich nie erleben. Und deshalb erlaube ich mir gar kein Urteil darüber, wie schwer oder wie leicht oder wie schön oder wie beschissen das ist. Ja? Und genauso können, glaube ich, auch, also ich merke das immer, dass so viele Familien, Mütter auch mein Leben dann ein bisschen beneiden wiederum, weil ich mir halt viel mehr erlauben kann, weil ich nur Verantwortung für mich selbst und meinen Ehemann trage. Ne? Das sind also schon wirklich unterschiedliche Welten. Ja. Aber da wissen die Leute aber auch nicht, wie hart das eigentlich ist, jeden Tag pünktlich um 15 Uhr zum Frühstück aufzustehen, das Make-up aufzulegen, auf die Bühne zu gehen, ein bisschen Schananana, ein bisschen moderieren, dann sich damit Sekt besaufen und dann noch die Nacht durchmachen. Sehr anstrengend. Ja, also jetzt ist gerade für euch so nach Frühstückszeit, ja? Also das stimmt natürlich nicht. Ne? Also das ist natürlich immer die Legende, die erzählt wird oder auch die Fantasie, die Menschen über uns haben, dass wir uns nur von Sekt ernähren und jeden Tag glamourös so auf dem Sofa sitzen, ist natürlich völliger Unsinn. Das weißt du genau, ne? Das ist auch ein Beruf wie jeder andere mit Buchhaltung und mit E-Mails schreiben und allem Möglichen. Franziska, also es ist ein Künstlerberuf, der halt aber auch viel Backoffice erfordert.
Du hast vorhin gesagt, liebe Franziska, dass ihr in der Bundesregierung, also während du auch vor Ort warst, viel erreicht habt, viele Ziele erreicht habt. Ich bin tatsächlich mit der Großen Koalition so gar nicht zufrieden, wenn es um queere Belange geht. Und lass uns ein bisschen darüber sprechen. Weil ganz oft bekomme ich gesagt von Menschen, mit denen ich spreche, ja, was willst du denn noch? Du hast doch jetzt die Ehe für alle. Da hast du doch alles erreicht. Und das finde ich, das ist so ein Schlag-mich-tot-Kommentar. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Lass uns über lesbische Mütter sprechen, wo es immer noch nicht geregelt ist, dass beide auch Mütter auf dem Papier sein können. Lass uns über das sogenannte Transsexuellengesetz sprechen. Danke. Ja, danke. Das sogenannte Transsexuellengesetz. Und da gibt es noch so viele Belange, da bin ich so unzufrieden mit der Großen Koalition. Ja. Und ich hoffe, dass da sich ein bisschen was tun wird, auch wenn du nicht mehr in der Bundespolitik bist, aber als Bürgermeisterin vielleicht mal auch. Also ich sag mal so, das ist, ihr habt recht, dass da noch mehr hätte erreicht werden müssen, das stimmt. Wir sind ja mit einem Partner in dieser Koalition, der an vielen Stellen eine wirklich vollkommen andere Auffassung hat über die Vielseitigkeit des Lebens, ja? Und auch die Frage, was gesetzlich geregelt werden muss und so weiter. Wir haben auch immer wieder über die Frage von, letztendlich diese ganzen Identitätsfragen, die nicht nur transsexuellen Gesetz, sondern auch, habt ihr vielleicht mitbekommen, beim Adoptionshilferecht. Ja, wir haben ja ein Adoptionshilfegesetz gemacht und es war nicht möglich, mit dem Koalitionspartner einen Weg zu finden, der eben diese Beratungspflicht für die Stiefkindadoptionen von den lesbischen Müttern genommen hat. Und dann ist das Ding ja im Bundesrat gescheitert und dann gab es einen Vermittlungsausschuss. Ich habe das alles mit begleitet und so. Und wir haben dann endlich nach Mitvermittlungsausschuss im Bundesrat, sozusagen der letzte Ausstieg, haben wir dann einen Weg gefunden, auch mit der Union das hinzukriegen und quasi die lesbischen Mütter von der Beratungspflicht bei den Stiefkindadoptionen, also eine zusätzliche Beratungspflicht, auszunehmen. Und das sind Dinge, die sind ein echt harter Kampf. Und ich weiß noch, als ich begonnen habe als Ministerin, war ja Katharina Barley Justizministerin und wir beide hatten uns vorgenommen mit Horst Seehofer das Transsexuellengesetz. Endlich in ein modernes Zeitalter beziehungsweise es komplett neu zu machen, ja, so. Und dann ist Katharina Barley gegangen und es war schon relativ weit verhandelt, dann hat aber die Community auch gesagt, das gefällt uns noch nicht und dann mussten wir sozusagen von vorne anfangen und wir haben extrem große Differenzen bei diesen ganzen Fragen von Anerkennung, von eben diesem Abbau von Hürden, ja, wenn Menschen sagen, ich fühle mich nicht zu Hause in dem Körper, in dem ich geboren bin. Ich habe eine andere geschlechtliche Identität. Und da hast du immer noch Leute, auch gerade im konservativen Spektrum, für die das ein rotes Tuch ist, die das nicht verstehen können und die ganz viel regulieren wollen, damit eben diese Freiheit möglichst eingeschränkt wird. Und da sind wir nicht zusammengekommen, das muss man ganz klar sagen. Aber warum ist das so? Ich frage mich immer. Ja, das frage ich mich auch, ehrlich. Ich stoße mich auch immer an diesem Wort normal, was ja jetzt auch eine Partei, deren Namen ich nicht nennen das möchte, normal. Ja auch im Wahlclaim hat. So. Da stoße und reibe ich mich immer dran. Was ist denn bitte normal? Ja. Also bin ich jetzt unnormal oder ist Klaus Wowereit unnormal? Das ist doch Unsinn, sowas. Aber das schwangert ja auch immer mit dazu. So. Das ist halt nicht normal, dass man halt irgendwie. Ich habe letztens so eine uralte Einladung von irgendeiner SPD-Versammlung 80er Jahre gefunden. Da musstest du ankreuzen, welches Essen du möchtest. Vegetarisch oder normal? Oder normal. Toll. Das ist jetzt schon ganz lange her, ne? Das ist ein uralt Ding. Aber das ist so ein bisschen, würde heute sich natürlich keiner mehr trauen oder so. Das ist wirklich so ein Punkt, ne? Was ist denn, ich war heute auch bei Haus und Grund, dann haben wir über Bauthemen und Mieten und so weiter in Berlin diskutiert, dann sagt der Chef da, wir arbeiten ja hier für den normalen Bürger. Und dann habe ich mich erstmal gesagt, vielleicht auch für die Bürgerin. Und was ist denn bitteschön der normale Bürger, ja? Also den gibt's ja gar nicht. Und damit fängt's ja schon mal an. Ja, was ist eigentlich normal? Und ich sag mal, in Berlin würde ich sagen, wir sind alle Berlinerinnen und Berliner. Und wichtig ist nicht, woher du kommst, sondern wer du sein willst. Das wäre schön, wenn du
Ja, so, also auch in anderen Bereichen kannst du das ja sehen. Ja? Ich weiß noch, als ich Bürgermeisterin war, hat mir mal eine Lehrerin in der Schule gesagt, ja, hier haben die Kinder gesungen und so. Und dann sagen, Mensch, die haben ja toll gesungen. Und ja, und das bei 90% nicht deutscher Herkunft. Ja? Und da habe ich dann gesagt, wissen Sie was, mir ist es völlig egal, wo jemand seine Herkunft hat. Ich möchte, dass unsere Berliner Kinder hier ihren Weg machen können, egal wo die Wiege der Eltern stand. Ja? So, und da müssen wir echt noch hinkommen. Ja? Was ist schon normal? Also in Berlin ist sowieso normal breit gefächert, ja. Und ich glaube, überall tatsächlich, ja, ne? Überall. Ja. Überall. Ja. Ja. Es gibt ja diesen schönen Schlager von vor 120 Jahren, also aus meiner Jugend. Du ja. bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin. Da, wo die Verrückten ja. sind, da gehörst du hin. Das ist, ich finde, das ist bis heute immer noch absolut zutreffend. Du hast gerade so schön ja. gesagt, egal wo die Wiege der Leute waren, die sind jetzt hier alle gemeinsam. Ich glaube, das ist auch der Ansatzpunkt. Wir sind dann hier jetzt gemeinsam, müssen nach gemeinsamen Regeln dann hier miteinander spielen. Und da gibt es halt so ein paar Ausreißer, die da halt so ein bisschen sich, ich sag mal, die sich nicht so ganz an die Regeln halten. Wir haben ja, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, gerade in Berlin auch wieder steigende Angriffszahlen, was Homophobie, Transphobie und so angeht. Maneo sammelt das schwule Überfalltelefon, was ja. aber auch etwas weiter gefasst auch arbeitet, bringt ja immer wieder Zahlen raus und hat ja dieses Jahr, glaube ich, pünktlich zum Eider-Hobbit wieder die Zahlen rausgebracht. Mhm. Es gibt, ich glaube, jeden Tag mehr als, also durch über eine Straftat gegen oder einen Angriff, gemeldeten Angriff gegen eine homo-, bi-, transsexuelle, intersexuelle Person irgendwie. Meistens mhm. ist es der Angriff auf den schwulen Mann. Was kann man da machen? Was macht ihr da? Wie können wir da vorgehen? Na, wisst ihr, ich glaube, es fängt ja schon ganz, ganz, ganz früh an, wenn der Schwulenwitz gerissen wird, ja, und alle lachen und oder wenn immer noch auch in der Schule so Ausdrücke wie schwule Sau oder so oder du Opfer oder solche Sachen benutzt werden. Und dann ist die Frage, wie wird damit umgegangen? Ja? Und ich finde, der erste Schritt ist doch, dass auch all diejenigen, die sowas erleben, also ob das eine Lehrerin ist oder ein Sozialarbeiter oder jemand, der das erlebt in irgendeiner Jugendeinrichtung, dass man das nicht so vorbeiziehen lässt, sondern mhm. dass eben, also letztendlich geht es erstmal darum, die Gleichgültigkeit beiseite zu legen und zu sagen, so geht's nicht, ja, und darüber muss gesprochen werden, also diese Frage der Sensibilität dafür, nicht einfach abtun und sagen, das bringt hier alles nichts, darüber noch zu reden, sondern wirklich das zu thematisieren, zu sagen, so Leute, wir setzen uns jetzt hin und wir reden darüber, was war das, ja, das geht so nicht. Und natürlich, das ist natürlich alles, was Prävention betrifft, und ich habe immer wieder erlebt, auch im Ministerium, wir haben ja extra so ein Regenbogenportal gestartet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist eine große Infoseite, die sich speziell auch an Eltern, an Lehrerinnen und Lehrer richtet, wo es Material einfach gibt, um wie kann man das in Schule thematisieren? Was bedeutet Cis und Queer? Und die ganzen Begriffe, die ja viele schon gar nicht kennen, geschweige denn, was sich dahinter verbirgt. Und das ist das eine. Und dann natürlich auch zu sagen, also Prävention alleine reicht eben auch nicht immer, wenn es eben wirklich dann eine Grenze überschreitet, die in Richtung Beleidigung, Bedrohung, körperliche Gewalt ausufert, dann muss es konsequente Strafen dafür geben. Also es ist beides, ja. Und deswegen, ich glaube, diese Aufmerksamkeit dafür, die Sensibilität, das konsequente Dagegenhalten und die konsequente Strafverfolgung, das sind die Punkte, die es braucht, damit man... Also ja. Darf ich ganz kurz Stressiger ja, gerne, eine gerne Nachfrage noch stellen? Und zwar, das Regenbogenportal finde ich an sich eine schöne Idee. Hat auch jemand schon den Link drunter gepostet. Gleich, das ist total toll. Die posten gleich aktuelle Links dazu. Super! Margot, und schaffst du das denn die ganze Zeit auf die Kommentare zu lesen? Das ist ja zwischendurch Wahnsinn. Gucke ich auch mal rein, aber nur so stichpunktartig. Na, ich höre der Franziska zu, Margot. Ne? Ja, das mache ich auch. Ich kann ja Multitasking. Ich bin halt eine echte Frau. Ich kann Multitasking. Ja, genau. So. Nein, das Regenbogenportal finde ich ja toll, aber ich glaube, die Schwierigkeit ist halt, um das erstmal einzugeben in den Browser, anzuklicken, bedarf es einer gewissen Eigenmotivation. Ich glaube, wir haben einen Teil an Menschen hier in dieser Stadt oder auch überhaupt bundesweit, die haben überhaupt gar nicht diese Eigenmotivation, sowas anzuklicken. Die denken noch nicht einmal daran, dass das irgendein Thema für sie ist. Ich kenne das von meinen Eltern, die hatten damals sehr, sehr einfach gedacht, von wegen, ja, Homosexualität, das gibt's natürlich, gar kein Ding, war auch sehr, sehr, sag mal, relativ tolerant für ihre Generation auch. Aber die haben den Begriff Homosexualität
und eigene Familie. Das haben die nie zusammengepackt. Das war ganz klar, Homosexualität ist das, was woanders passiert, aber nicht bei uns. Und wenn ich jetzt noch übersteigerter spreche, dann gibt es halt Leute da draußen, die haben mit dem Begriff homosexuell, transsexuell und so weiter, haben die gar nichts am Hut. Die würden niemals auf die Idee kommen, sich schlau zu machen, geschweige denn das anzuklicken. Und ich glaube, da muss es, also um an die Schülerin ranzukommen, glaube ich, muss man das intensiver machen, wirklich rein mit der Information. Das muss Pflicht sein und nicht nur irgendwie mal so 2-3 Stunden. Also wirklich dauerbegleitend, immer mal wieder, weil es ist ein Teil des Alltages, dass es solche Menschen gibt. Und meine zweite Frage ist, wie kommen wir an die Erwachsenen ran, weil die gehen in keine Schulen mehr. Wie können wir die irgendwie immer wieder mit diesem Thema konfrontieren, dass sie merken, es gehört zur Normalität dazu? Ja. Ich bin fertig. Okay, gut. Also ich denke, dass natürlich, also sowas wie das Regenbogenportal, das ist ein Angebot für Menschen, die selber aktiv sich interessieren. Entweder, weil sie merken, ihre Kinder sind auf so einem Weg, ja, als Eltern gibt es ja auch sehr viele, die dann sagen, okay, ich merke, mein Kind orientiert sich anders, als ich es vielleicht erwartet hätte. Ich will mich jetzt informieren darüber und ich will wissen, wie ich damit umgehen kann. Ja? Das ist eine Gruppe und dann gibt es natürlich, sag ich mal, die Multiplikatoren, Lehrerinnen und Lehrer, Leute, die sagen, ich habe das bei mir in der Klasse oder ich merke, das gibt hier ein Thema und ich weiß nicht richtig, wie ich das jetzt am besten mache und informiere mich darüber. Aber jemand, der einfach mal so Vorbehalte hat und da nichts mit zu tun haben will, der wird da nicht raufgehen. Ja, da brauchst du andere Sachen. Und da glaube ich, ist es eben auch wichtig, so Veranstaltungen wie der CSD, und ich hoffe, dass ja bald wieder mehr davon stattfinden kann, dass auch Sichtbarkeit im Straßenbild einfach da ist. Und das, wisst ihr, ich habe ja vor dem Ministerium auch jedes Jahr die Regenbogenflagge gehisst, habe ich auch als Bürgermeisterin gemacht. Ja. Und im Grund ist es ja so, du kriegst ja einen Verweis dafür, ne? Also weil das ein Verstoß gegen die Flaggenordnung ist. Ach so, ach was. Ja, ich hab mir jedes Jahr einen Verweis vom Innenministerium geholt, weil ich gegen die Flaggenordnung verstoßen habe, Warum kann denn das Innenministerium nicht einfach sagen, okay, es ist jetzt eigentlich nicht in Ordnung, aber das wir lassen das jetzt, dann drücken wir mal 1-2 Augen zu. Ja, also ist sie ja haben es dann nicht wieder, also ich sag mal, die Pfanne hing ja. Ja? Also das war quasi der formale Verweis, aber wir haben sie hängen lassen und es kam auch keiner, der sie abgenommen hätte. Ja? Also das war so die stille Vereinbarung, damit umzugehen. Und also du darfst irgendwo am Ministerium darfst du die Fahne befestigen, aber halt nicht am offiziellen Fahnenmast, in der Reihung der Fahnenmast. Wir haben es trotzdem gemacht, weil ich das wichtig fand, dass wir dieses Zeichen setzen, dass es sichtbar ist. Da fahren jeden Tag tausende Menschen vorbei. Und wenn das an den Rathäusern in Berlin auch gang und gäbe ist, jetzt am Berliner Rathaus ist ja auch geflaggt worden, ich finde das wichtig als Zeichen. Ja? Man kann jetzt sagen, ja, ist ja vielleicht nur ein symbolischer Akt, aber nein, es geht um mehr. Und manchmal geht es eben auch darum, dass Dinge erstmal sichtbar werden und dass es eine öffentliche Debatte gibt und dass es sichtbare Zeichen gibt von Präsenz, von auch Repräsentanz, ja, auch wenn es zum Beispiel um Beteiligungsprozesse geht. Ich finde, wir haben ja auch zum Beispiel das Regenbogenportal ist mit ganz vielen Leuten aus der Community zusammen entwickelt worden. Da haben viele auch selber geschrieben, weil die das natürlich viel, viel besser konnten als ein Ministerbeamter, ja? Also nichts gegen Ministerbeamte, aber man muss schon ab und zu mal auch bei denen nachfragen, die selber betroffen sind und die Ahnung davon haben, ja? Und das finde ich ganz wichtig. Also es geht ja letztendlich immer um Sichtbarkeit und ich finde das auch, also auch wenn du jetzt gerade gesagt hast, Franziska, das ist ja nur ein Symbol, eine Regenbogenfahne zu hissen, trotzdem ist das wichtig, Sichtbarkeit. Tatsächlich, was mich immer so ein bisschen stört an der ganzen Sache ist, dass wie heute auch jetzt gerade keine Kritik an eurer Organisation, ihr habt 2 Drag Queens eingeladen für diesen Talk. Wir sind halt, wir müssen oft herhalten als Repräsentantinnen für die gesamte queere Szene. Aber es gibt nicht nur schwule Männer in Frauenkleidern, die dieser Szene angehören und die für sie sprechen können. Ja, ich weiß, wir werden immer gerne genommen, weil wir halt einfach so wahnsinnig schön und eloquent sind. So, ja, na aber, und Jessica, wir kennen uns ja doch aus Neukölln. Du warst ja schon mal im Rathaus. Ich weiß, du erinnerst dich noch daran. Habe ich das Event moderiert? So, ganz kurz. Ich möchte noch eine Lanze brechen, weil ich weiß, tatsächlich, wir leben ja in einer Bubble, gerade Margot und ich. Also gerade wir wohnen beide in Schöneberg. Ich meine, ich kann auch so auf die Straße gehen, keine Sau guckt mich an. Tatsächlich, ja. Das ist wirklich so und das ist wunderbar so. Aber ich möchte eine Lanze brechen für die jungen Menschen. Ich möchte mal sagen, die Generation Anfang 20, mit denen ich viel Kontakt habe durch Instagram oder durch Events, die ich mache und ich in Kontakt komme. Und da merke ich,
das sind nicht nur queere Menschen, sondern auch einfach andere Menschen, die sich anderen Szenen zugehörig fühlen. Da ist die Aufmerksamkeit für queeres Leben oder für verschiedene Lebensmodelle so viel größer als noch in meiner Generation. Ja. Allein schon, dass auf einmal selbstverständlich gegendert wird. Also ich habe noch nicht mal vor einem Jahr gegendert tatsächlich. Ich habe mir das jetzt angewöhnt, ja, durch hartes Training, weil es ist kompliziert. Und ja. dass mein Vater damit überhaupt nicht zurechtkommt, verstehe ich total. Ja, aber die jungen Menschen. Da muss man milde ja, sein, glaube ich. Ja, du. Ich finde immer, man muss irgendwie ein Maß finden. Ja? Also erstens, es ist tatsächlich so, wir können es auch durch Umfragen belegen, also bei der Frage, wie wichtig ist Ihnen Gleichstellung, wenn du dir die Altersgruppen anguckst, also Gleichstellung der Geschlechter, ja, dann kommt das bei jungen Leuten, hat das noch einen viel höheren Stellenwert als bei Älteren. Und das ist ja ein gutes Zeichen, ja, da hat sich was getan. Und da ist natürlich in den letzten Jahren auch wirklich eine Haltungsänderung in der jungen Generation passiert, die sehr stark auf Vielfalt setzt. Kann man ja auch mal als Erfolg von Bildung oder von gesellschaftlicher Veränderung sehen. Und dann natürlich diese sprachliche Geschichte ist eine wichtige Sache. Aber ich muss auch sagen, es gibt Leute, die es auch ein bisschen übertreiben manchmal. Ja? Und inwiefern? Also ich zum Beispiel habe ja immer noch ein Problem mit liebe Gästinnen. Also ich weiß nicht, irgendwie klingt mir das immer noch komisch. Ja? Und wenn ich die Wahl habe, jetzt zu sagen, liebe KellnerInnen oder dann sage ich lieber liebe Kellnerin und Kellner oder so. Ja? Also ja. Wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich lieber, also ich sage schon die weibliche und männliche Form, aber ich finde manchmal diese gesprochene Lücke nicht so ganz einfach im Sprachfluss, ja. Obwohl ich verstehe, dass man es irgendwie machen muss, ja, um da auch noch, weil die Lücke bedeutet ja auch mehr als nur männlich und weiblich, sondern eben auch. Da sprechen wir über Intersexualität und alles Mögliche, was es noch gibt. Aber mit den Gästinnen finde ich süß, weil ich benutze das sehr gerne tatsächlich. Konsequent, ja, ja. Aber ich benutze es eigentlich immer eher aus dem komödiantischen Bereich, weil ich mir sicher bin, dass das Wort Gästin gibt es ja eigentlich gar nicht. Genau, ich habe immer so ein Störgefühl, weißt du, ich denke so, was ja. Ja? Und dann fragst du dich, bin ich jetzt falsch oder wie ist es? Also was ist jetzt eigentlich noch korrekt? Ich kann mir vorstellen, dass es viele ältere Leute gibt, die auch sagen, ey, also ich komme damit ja nicht klar. Ja, ja, verstehe ich auch total. Ja. Und ich verstehe das und man darf halt denen nicht unterstellen, dass die jetzt gegen Gleichstellung sind oder so. Ja? Ich kenne auch Leute, die nennen vielleicht, machen das, sprechen Gendersternchen ganz ordentlich mit, aber machen trotzdem nicht viel mehr gegen die unterschiedliche Bezahlung für Männer und Frauen oder gegen Gewalt in unterschiedlichen Bereichen oder gegen die Frage, wer führt eigentlich unser Land, ja? Also guck mal, wir haben ja, wenn du dir anguckst, wie unsere Chefetagen in Deutschland aussehen, dann hast du wirklich hauptsächlich ältere weiße Männer da drin sitzen. Da findest du ja, wenig Frauen, du findest ganz wenig Frauen, du findest ganz wenig Menschen mit Migrationshintergrund. Und wie viele queere Personen findest du in diesen Vorständen? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Also ich glaube, also ich weiß nur, dass es nur 2% Ostdeutsche sind zum Beispiel. Das finde ich eigentlich auch. Ja, super. Ne? Und das sind so Sachen, Mensch, da denke ich immer, also eigentlich müssen wir doch mal verstehen, dass Vielfalt unsere Gesellschaft stark macht. Und es gibt ja, ja. auch sogar, und auch darüber gibt es Studien, dass gemischte Teams erfolgreicher sind, ja, weil einfach unterschiedliche Sichtweisen reinkommen. Und ich finde ja, das gerade, wenn sich wirklich große Unternehmen, die auf dem Weltmarkt aktiv sind, trotzdem auf reine Männerclubs setzen. Ich finde, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und da wünsche ich mir, dass wir in Berlin auch eine bunte Mischung hinkriegen. Ich denke aber, dass sich das über lang oder kurz tatsächlich über ein paar 10, 15, 20 Jahre tatsächlich ja. von selbst regulieren wird und ändern ja. wird. Da baue ich einfach auf den Fortschritt der Gesellschaft. Ja, was aber meine und auf die nächste Generation. Die nächste Generation wächst ja nach. Wir haben ja schon erzählt, dass die nächste Generation schon wesentlich offener, toleranter ist. Die nächste Generation, die mitgendert. Ich wollte auch noch ganz sagen, ich gender auch ganz gern. Ich habe persönlich mir zum Ziel gemacht, ich möchte, dass eines Tages der Begriff Gästin als Begriff im Duden drinsteht. Das ist mein persönliches Ziel, einfach nur so. Und bei mir werden alle komplett mit dem generischen Femininum angesprochen bei diesem Begriff. Ich verwende einfach Gästin konsequent, egal ob es Männer sind oder Frauen, weil ich finde das halt einfach mal so als kleiner Gegenpart. Aber ich mache es nur bei diesem Begriff so konsequent weiblich. Ansonsten gender ich auch sehr gerne. Ich habe das Gefühl. Und im Büro gibt es ja die Druckerin auch. Die Druckerin gibt es bei uns. Und es gibt auch die Beamerin.
Ja, die Beamerin, also, genau. Die Beamerin. Einfach so, wir geben allem halt, wir sind halt auch, ne, wir nennen uns ja auch beim weiblichen Vornamen und wir reden uns auch in der weiblichen Form immer an. Jessica und ich, also auch in Zivil, da sind wir sehr da vorne mit dabei und machen das einfach sehr weit. Wie seid ihr, wenn ihr in Zivil seid? Wie dann wir ist dann das sind? Immer noch, ja, also, genau. Ja, wenn ihr in Zivil seid, wie seht ihr dann aus in Zivil? Naja, etwas kürzere Haare. Okay. Wie halt Anfang 40-jährige Männer. Männer. Okay. Ein bisschen aus der Form geraten und nicht mehr ganz so frisch. Aber immer noch ein Hingucker, oder? Ja, also du nicht, Margot, ich schon. Aber ja. Darf ich ganz kurz eine Frage? Ja. Margot, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, ich mache okay. Zu lange, du bitte. Ich möchte gerne noch, weil mich das wirklich interessiert, liebe Franziska. Ja. Also tatsächlich haben ja viele PolitikerInnen ihr Coming-out mittlerweile oder machen gar nicht mehr ein Coming-out, sind einfach homosexuell oder bisexuell und. Man sieht es ja im Profifußball, ist es ja natürlich genau andersrum. Da gibt es immer noch kein Coming-out. Auch nach Hitzlsperger hat niemand, auch kein Fußballer, der mittlerweile keine Karriere mehr hat. Es hat sich niemand danach auch geoutet. Und ich frage mich aber, wie ist das in der Politik? Ich befürchte nämlich, dass in der Politik es auch große Skrupel gibt, sich zu outen. Liege ich da falsch oder wie ist da dein Gefühl dazu? Es muss doch viel mehr queere PolitikerInnen geben. Ja, naja, ich kenne mehrere, ja. Also ich glaube schon, dass sich da was verändert hat, dass da mit einer stärkeren Selbstverständlichkeit mit umgegangen wird. Also das ist nicht mehr so, dass jetzt jemand sagt, jetzt wenn ich das bin, dann kann ich nichts mehr werden. Ich weiß nicht. Also ich glaube, da hat sich auch viel getan. Und der das offen kennt, kann das machen. Und ich sehe nicht, dass demjenigen dadurch jetzt wirklich große Nachteile. Aber ich kann das nicht so einschätzen. Ich habe, wir haben gestern mit Klaus auch darüber gesprochen und er hat gesagt, also er kann sagen, für die schon auch relativ weit gekommen sind in ihrer politischen Karriere, wo es dann bekannt wurde oder so, denen hat es nicht geschadet. Aber vielleicht, sagte er, für die noch so am Anfang stehen, ja, die gerade so beginnen, sich zu orientieren, da könnte das vielleicht schwierig sein. Aber er sagte auch, er glaubt, dass er sich wirklich ganz viel getan hat in den letzten Jahren. Mhm. So. Ja, ernüchternde Antwort eigentlich trotzdem. Ja, genau. Sorry, wenn ich das so sagen muss. Ich hätte jetzt noch ganz viele Fragen zu dem Thema, aber ich glaube, wir müssen auch zu weiteren Themen noch kommen, weil wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit. Mach du mal jetzt weiter. Ja, und zwar würde ich jetzt noch mal ein bisschen mehr Berlin-Bezug noch mit einbringen. Und zwar gehe ich jetzt wirklich in die Post-Pandemie-Zeit. Wir haben es ja dann hoffentlich bald irgendwann mal so weit hinter uns, dass alles wieder weiter starten kann. Der queere Neuendorfplatz, du hast ihn ja gestern besichtigt, ist ja eine wichtige Institution eigentlich. Und zwar muss man das, glaube ich, für diejenigen, die nicht queer sind, das mal ausdrücken. So, wir haben dort ein kleines Viertel mit ganz vielen Bars, Cafés, Shops, Kinos und was auch immer, so kleine Einrichtungen. Alles queer geführt, alles für queeres Publikum mit einem queeren Sortiment auch. Und es ist schon eine völlig eigene Welt. Eine Homo-Bar ist was anderes als so eine, ja genau, zum Beispiel, ne, das kriegt man bei Karstadt halt nicht. Und das ist alles sehr eigen. Wenn es überhaupt noch Karstadt gibt mittlerweile. Und dann halt bei Kick. Ja, also eine sehr, sehr eigene Welt, ein sehr eigener Kiez mit eigenen Bars und auch einem eigenen Lifestyle, eine eigene Art und Weise, weil die Community geht natürlich schon untereinander auch ein bisschen anders um. Und das haben wir dort sehr konzentriert, sehr geballt. Das gibt es seit über 130 Jahren dort an diesem Ort. Das hat die Nazi-Zeit überstanden, hat das Kaiserreich und also alle möglichen Epochen dazwischen überstanden und hoffentlich auch die Pandemie. Gibt es Möglichkeiten, diesen Kiez als solches irgendwie in irgendeiner Weise zu schützen, dass wenn irgendwo da mal ein Laden pleite geht oder rausgehen muss, weil die Miete zu hoch wird irgendwie, dass dann halt nicht irgendwie danach, weiß ich, eine Shisha-Bar oder dann ein ganz normaler irgendwie 24-Stunden-Shop oder was in eine Tattoo-Studio, keine Ahnung, was reingeht. Ein Wettbüro, sowas irgendwie in der Richtung. Also irgendwelche Läden, die halt so absolut non-queer eigentlich sind. Gegen diese Zersiedlung vorzugehen, die dort so Events stattfinden würde. Weil gerade nach der Pandemie habe ich die Befürchtung, der eine oder andere Laden wird es vielleicht doch nicht überstanden haben. Und sobald der Laden rausgeht, ist die Chance, dass da ein queerer Laden wieder reinkommt, relativ gering. Also wenn ich übertreibe, sage ich mal 1-10 vielleicht, das ist wahrscheinlich noch gut gerechnete Chancen. Und es wäre halt schade, wenn das jetzt alles kaputt gehen würde. Gibt es Schutzmöglichkeiten für so einen Kiez? Also ich sag mal, es geht, glaube ich,
insgesamt darum, bestimmte Branchen zu schützen und auch die wieder zu einer Stärke zu bringen. Ja? Also ihr habt angesprochen die Clubszene, die Kulturszene, aber auch das Thema Gastronomie, Geschäfte, Einzelhandel. Das sind ja die Branchen, die besonders stark von der Krise betroffen sind. Und das ist eine Gesamtaufgabe für Berlin. Also nicht nur im Neuendorf-Kiez, sondern überhaupt, glaube ich, wenn man sich das mal anguckt, wie ist Berlin durch diese Krise gekommen? Wir haben Branchen, die haben das ganz normal bewältigt. Da sind jetzt auch nicht riesen Einbrüche. Und wir haben auch sogar Branchen, die haben profitiert davon. Die haben überhaupt keinen Einbruch gehabt. Ich habe auch mit Unternehmern gesprochen, die haben gesagt, das letzte Jahr war das Beste ever. Ja? So. Amazon zum Beispiel, ja, genau. Oder Infektionsmittel, Vertriebsläufe, keine Ahnung. Ja, es gibt ja, also in jedem Fall, was ich meine. So. Die haben überhaupt nichts zu beklagen. Ja? Aber wir sehen eben, dass bestimmte Branchen, die auch vorher richtig stark waren, Berlin hatte ja 15 Jahre lang in Folge das stärkste Wirtschaftswachstum bundesweit. Das wissen ja viele gar nicht. Ja? Das müssen wir einfach mal sagen. Berlin hat ja geboomt. Ja? So, und dann kam Corona und dann ist quasi unsere großen Branchen, ja, von denen wir profitieren, das ganze Kongress, Veranstaltungs-, Event, Kultur, der Tourismus, das ist alles runtergefahren. Und das sind die Bereiche, die jetzt echt Unterstützung brauchen. Und ich sage mal, das eine ist die Krisenhilfe, als jetzt geschlossen war, dann die Überbrückungshilfen. Das läuft ja auch noch, das wird ja auch von Bundesseite unterstützt. Ich glaube, dass gerade für die Zeit, wenn alles jetzt wieder öffnet, wenn dann diese Überbrückungshilfen auch wegfallen, ja, weil sie sind ja wieder offen, aber haben noch nicht genauso viele Kunden oder müssen immer noch ja kein Schalter, den du an- und ausmachst und dann läuft alles wieder ganz normal. Auch die Touristen, die kommen nicht von einem Tag auf den anderen wieder und im Neuendorf-Kiez sind auch immer viele Touristen, ja, also als wir gestern mit Eisenherz gesprochen haben, die haben auch gesagt, na, die haben halt Kundschaft normalerweise aus ganz Europa und der Welt, die in den Buchladen kommen, ja. Ja. Aber die sind halt im Moment alle nicht da, ja. So. Und das heißt, wir brauchen auch über diese Krisen- und Überbrückungshilfe hinaus gerade für diese Branchen zusätzliche Unterstützung. Und ich habe mir vorgenommen, dass wir einen Zukunftsfonds auflegen, Neustart Berlin, für die vier Branchen, die besonders hart von der Krise getroffen sind. Das ist der Einzelhandel, das ist das Thema Kultur, das ist das Thema Gastro und Hotellerie und das Thema Event, Kongress, Messe. Und da ist natürlich der Neuendorf-Kiez auch ganz klar mit dabei, weil da sind genau die Akteure, die besonders betroffen sind. Und ich bin ja zum Beispiel mit dem Chef der DEHOGA in Kontakt und mit dem Chef vom Einzelhandelsverband. Wir sprechen darüber, wie sowas aussehen könnte und was man machen könnte, was wirklich hilft. Ja? Und das will ich auf jeden Fall angehen, weil wenn wir diese Wirtschaft nicht erhalten, dann wird Berlin auf Dauer auch ein Problem haben. Und das ist ganz wichtig, dass die Branchen bleiben. Und das trifft auf den Neuendorf-Kiez zu, aber auch auf viele andere Kieze natürlich in der Stadt. Und ich habe gesagt, als ich Spitzenkandidatin wurde, ich habe zwei große Zusagen, die ich machen will, zwei große Schwerpunkte, auf die ich mich konzentrieren möchte. Das erste ist, Wohnungsneubau wird Chefinnen-Sache. Ja? Und das zweite ist, wir machen diesen Neustart Berlin. Und da müssen wir auch Geld in die Hand nehmen, um genau diese Branchen zu unterstützen. Und das bereiten wir gerade vor. Und ich hoffe, dass wir es dann, dass ich die Möglichkeit bekomme, das auch zu machen. Gut, du hast die Frage von Margot ja relativ gut umschifft, liebe Franziska. Genau. Es ist aber ein Sonderprogramm für den Neuendorf-Kiez. Ja, nein, warte mal. Moment, meine Liebe. Weil was Margot meinte, und das möchte ich nochmal unterstreichen, der Neuendorf-Kiez hat ja nicht nur eine unheimliche queere Tradition und ist wirklich unheimlich wichtig für queere Menschen, weil da ist queeres Leben wirklich in seiner Essenz. Ja? Und, ja. Deshalb, das muss auch berücksichtigt werden. Das ist eine Art Milieuschutz. So Weltkulturerbe, ja? Ja, das genau. Das wahrhaftig Weltkulturerbe kommt mittlerweile immer häufiger vor in diesem Zusammenhang. Aber jetzt mal wirklich, wäre sowas überhaupt möglich? Ich weiß, das dauert 10, 20, 30 Jahre, bis sowas durch wäre. Aber es ist wirklich so, ein Kiez dort ist weltweit einzigartig. Sowas gibt es ansonsten weltweit nicht mehr. Berlin hat das als Aushängeschild und das ist mehr als nur ein Bezirksthema, mehr als auch nur in Berlin. Es ist mehr als ein Bundthema. Es ist wirklich weltweit eigentlich schützenswert. Mhm. Kann man da was machen? Ich glaube, wenn man Berlin dort irgendwie an der Seite als Partner hin dafür hätte, wäre das eine gute Geschichte. Also diese Einzigartigkeit im weltweiten Vergleich, die ist natürlich schon so ein Asset, ne, wo man überlegen könnte. Also ich sag mal so,
Ich kann jetzt nicht sagen, jawohl, machen wir so oder so, aber ich ja, das ist klar. Du stimmst es ja nicht alleine, ja? Ja, genau, aber das ist, ist natürlich ein Punkt, den ihr habt, ja? Also wir haben ja, wenn ich denke, welche Orte in Berlin ja schon den UNESCO-Weltkulturerbe-Status haben, zum Beispiel die Hufeisensiedlung. Da bin ich groß geworden. Da bist du groß geworden. Ja. Also dann wärst du quasi, okay, dann... Ich bin schon Weltkultur. Ja, das ist personifizierte Weltkulturerbe. Und also ich sag mal, das ist natürlich immer mit der Geschichte begründet, die ja, aber wenn man das überlegt, dann hat ja der Neuendorf-Kiez auch mittlerweile schon eigentlich über 100-jährige Geschichte. Ne? Also, der hat ja Geschichte ohne Ende, da ist ja Claire Wald auf einen ausgegangen. Ja, Marlene Dietrich ist dort. David Bowie. Das ist wirklich der Homo-Kiez dort, der hatte wirklich mit den letzten, hier Magnus Hirschfeld und Karl-Heinrich Ulrichs waren da schon tätig. Also das ist wirklich, das ist seit 130 Jahren oder noch länger, glaube ich, 1880 ungefähr, ist das wirklich Homo-Zentrum. Mhm. Und das wirklich sogar durch die schwierigsten Zeiten, sogar in der Nazi-Zeit, war das immer noch ein queerer Kiez, der es geschafft hat, wenn auch natürlich stark reduziert, immer noch weiterhin zu existieren. Und, und danach nochmal, naja, aufblühen kann man 50er, 60er Jahre nicht sagen, aber die Dinge haben sich dann wieder ausgeweitet. Er blüht jetzt natürlich auch in den letzten 20, 30 Jahren wieder mit Hafen und Co. haben wieder große Bars dort aufgemacht. Das ist wirklich was sehr, sehr Einmaliges. Mhm. Gut, also, arbeite bitte dran, Franziska. Ja. Ja. Okay, also Ziel UNESCO Weltkulturerbe. Okay. Hausaufgabe. Ich muss mich da mal erkundigen, wie das so, was da so gehen kann. Ja, finde ich gut. Schreib das mal auf. Genau. Ist ja auch nur ein kleines Ziel, ne? Das ist ja. Aber wenn wir schon dabei sind, mein Wunsch ist ja immer noch, dass es irgendwo mal so eine Art ein queeres Zentrum wirklich gibt, ein Haus, in dem der Staat wirklich sagt, hier können die queeren Grundstrukturen, die wir in dieser Stadt haben, wie beispielsweise der CSD e.V., der immer privat seine Büroräume bezahlen muss, und das ist wirklich schwierig, so ein CSD ist eine Demonstration und echt nichts, womit man wahnsinnig viel Geld machen kann. Das Straßenfest ist auch ein privat organisiertes Fest, beide bringen der Stadt wahnsinnig viel Steuereinnahmen, ob man da irgendwo einfach mal ein kleines Haus in diese Gegend dort hinsetzen kann, wo solche Institutionen fest ihre Büroräumlichkeiten haben, da kann dann auch Beratungs Hilfe wie die AIDS-Hilfe, Schwulenberatung kann damit einziehen, die Siegessäule vielleicht als Magazin, als queeres Magazin mit einsteigen, vielleicht irgendwie noch Eisenherz oder das Schwule Museum irgendwie noch mit rein. Also so ein queeres Zentrum irgendwie fände ich ganz gut, und vielleicht gibt es dann noch sowas wie Wohnen für Jugendliche mit Homo-, Trans-, Bi-Hintergrund irgendwie, die es zu Hause halt einfach irgendwie schwer haben, wo es einfach nicht geht. Sowas alles zusammen unter einem Dach, ich fände es, ist eine große Aufgabe, aber ich fände sowas dringend, dringend notwendig und eigentlich längst überfällig. Andere Städte wie Wien und sowas, die haben sowas. Und Wien ist die Hälfte von Berlin. Aber ihr würdet nicht sagen, dass, also dieser dezentrale Ansatz in einem Kiez finde ich eigentlich auch ganz gut. Also ihr seht schon, dass man das alles unter einen, in ein Haus bringen sollte, ja? Also ich bin immer nicht so sicher, ob dann, wenn man alles in ein Haus steckt, ich finde eigentlich ganz gut, wenn das so ein bisschen verteilt ist und im Kiez auch überall präsent ist. Naja, es gibt viele Sachen wollen ja dort im Kiez bleiben. Ich bin sicher, ein paar der Institutionen, die ich gerade genannt habe, wollen gar nicht nach Schöneberg, die wollen lieber in Kreuzberg oder sonst wo bleiben. Ja, aber das so. Ist so, aber Straßenfest und CSD und solche Geschichten und Schwules Museum, die wollen natürlich alle am Neuendorf-Kiez bleiben, weil das ist halt der Kiez. Die haben dann dort das Netz gleich auch vor Ort. Das ist eine gewisse Niedrigschwelligkeit, und wenn du halt dort vor Ort gleich auch bist, kannst du gleich verschiedene Sachen besuchen. Wenn das Museum gleich halt dort ist, ist das super. Das ist alles eine Anziehungskraft. Das Museum, das Schwule Museum ist jetzt in der Polstraße, glaube ich. Nein, in der Lützowstraße. Lützowstraße, Parallelstraße, ja. Stimmt, Entschuldigung. Ja. Das ist ein bisschen, also ist jetzt nicht ab vom Schuss, aber es könnte günstiger liegen, und die müssen halt auch alle paar Jahre immer umziehen. Das ist halt auch schwierig, weil man immer wieder neu umziehen muss. Man muss neue Räumlichkeiten suchen. Die kosten in der Regel von Jahr zu Jahr dann immer mehr oder von Vertrag zu Vertrag immer mehr. Da steigt sie halt immer weiter in die Höhe, und ich glaube, es wäre effektiver und sinnvoller zu sagen, das ist jetzt eine feste Institution, die kriegen ihr eigenes Haus und fertig. Und da kann man dann entsprechend an queere Institutionen ja auch dann auch vermieten. Und dass es darüber hinaus noch andere geben kann, in der Stadt verteilt, dass Spandau und Marzahn und Co., dass die auch alle ihre queeren Einrichtungen haben sollen, ist jetzt ja damit nicht irgendwie aus dem Weg geschafft. Das soll ja auch bleiben, um Gottes Willen. Aber ein Ort, der so
Hier hat jemand geschrieben, eine queere Botschaft im Prinzip, ja? Ja, finde das ja auch total spannend, wie sich auch in den letzten 5 bis 10 Jahren ja auch Neukölln total gewandelt hat und Neukölln total queer geworden ist. Also wenn du dich jetzt am Corpusser Tor bewegst, Franziska, hier laufen ja nur noch queere Menschen, übertrieben gesagt. Das stimmt, ja. Über den Weg. Ich war gerade am Corpusser Tor und mir sind da nicht nur queere Menschen über den Weg gelaufen, sondern... Nein. Ganz viele soziale Problemlagen, die sich da haben. Ja, natürlich, das liebe auch. Franziska. Ja. Aber trotzdem, also ich komme aus Neukölln. Neukölln war früher ganz anders. Neukölln war piefig und Neukölln war irgendwie nicht der Rede wert für einen queeren Menschen. Und wie sich Bezirke auch wandeln können, ist ja auch positiv zu sehen. Und dass sich da auch Strukturen entwickeln, ist ja auch positiv zu sehen. Und deshalb, wie Margot schon meinte, dezentral ist was Wunderbares, aber einfach wirklich ein Zentrum zu haben, wo auch Gelder hinfließen können, öffentliche Förderung reinfließen können, damit sich da queere Strukturen ansiedeln können, wie Margots Vorschlag war. Das ist natürlich großartig. Ja, also ich sag mal so, ich nehme das alles so mal mit, ja? Ja, hast du eine ordentliche To-Do-Liste. Geldkoffer unterm Schreibtisch und sagen, okay, jetzt. Ja, bitte. Ja, nicht. Aber wisst ihr, ich finde immer wichtig, dass man, wenn man so eine Idee hat, dass man zu Papier bringt und auch wirklich, also ich kann mich noch erinnern, als ich in Neukölln haben wir ja den Campus Rüdli und den Campus Efeuweg entwickelt. Und Campus Rüdli hatten wir Geld und Campus Efeuweg hatten wir gar kein Geld. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt einen Masterplan und schreiben auf, was wir machen wollen. Und dann gehen wir mit diesem Masterplan los und sammeln dafür Geld vom Bund, vom Land, von privaten Partnern und so weiter. Und die haben aber immer gesagt, okay, was wollt ihr eigentlich machen? Ja? Und wenn du eine gute Idee hast, die auch überzeugend ist, dann gewinnt man auch Menschen, die damit unterstützen. Aber man muss einen Plan haben. Und dann, glaube ich, kann man sowas auch, auch anstreben. Ja? Aber insofern, das wäre doch mal was, dass man mal sich so ein bisschen vielleicht auch nochmal überlegt, was kann denn da sein? Und wo kann es sein und wie kann es gehen? Und wenn dann, sag ich mal, die Community sagt, ja, wir haben da wirklich einen konkreten Vorschlag, dann kann man nochmal drüber sprechen, inwieweit das unterstützbar ist. Ja? Also, das ist natürlich jetzt prima zurückgeworfen, zu sagen, von wegen, da kann die Community mal sagen, nein, was. Haben wir die Schwierigkeit. Wer ist denn die Community? Also da ist ja, wir haben ja keine Stellvertreterin irgendwie, die sagen kann, übrigens, ich bin gewählt von der Community, ich spreche für alle. Ja. Das gibt es halt nicht. Wir sind halt auch, das ist halt genau, das heißt, wir sind nicht organisiert, das heißt, wir müssten eigentlich einen Interessensverband homosexueller, queerer und trans- und Intermenschen gründen. Jessica, wir beide machen das jetzt. Und nee, ist mir zu kompliziert. Man braucht auf jeden Fall einen Ansprechpartner. Ja. Und sonst wird es einfach schwierig. Und insofern glaube ich, dass es gut wäre, wenn man so eine Idee voranbringen will. Das kann nicht nur alles aus der Landesregierung heraus halt mal gesteuert werden. Ja? Da braucht man immer jemanden, der das auch mitmacht. Und ich würde mal das heute so als Idee aufnehmen. Ja? Ja. Und ich bespreche das auch mal mit meinem Fraktionsvorsitzenden, was der davon hält, der Rat Saleh und Co-Landesvorsitzenden. Und vielleicht gibt es ja da auch schon Bestrebungen. Wir haben ja auch hier bei uns in der SPD die AG Queer, die sich um Fragen kümmert. Die können zum Beispiel auch mal jemand sein, wo man sagt, sag mal, wollt ihr nicht mal sowas vielleicht ausarbeiten, wie sowas sein könnte und mal klären, was hängt denn damit zusammen? Also ich nehme das jetzt von euch auf und ich werde es auch bei uns hier in der SPD mal rückspielen, dass dieser Wunsch besteht. Und vielleicht finden wir auch hier bei uns in der AG Queer der SPD ein paar Leute, die sagen, okay, wir überlegen uns da mal was. Ja, wir machen einen Vorschlag oder wir treten mal mit euch nochmal in Kontakt und man überlegt mal, wie man sowas vielleicht konzipieren könnte. Also wir sind immer erreichbar und natürlich ist uns beiden, glaube ich, sehr bewusst, dass es auch noch ganz, ganz viele andere und vielleicht auch objektiv gesehen größere, wichtigere Probleme gibt als queere Belange. Aber wir sind ja heute hier, um halt für unsere Blase zu sprechen und für unsere Befindlichkeiten und unseren Sorgen und Nöte und Wünsche. Und ich denke, das haben wir ganz gut gemacht, Margot, oder? Ja, das glaube ich auch.
Habt ihr ja, sehr gut gemacht und ich kann ja nur sagen, ich nehme das auf, aber ich kann nicht sofort sagen, jawohl, 100% wird erfüllt. Ja, das haben wir auch nicht erwartet. Wissen wir auch. Ich gehe jetzt mal auch davon aus, dass die nächste Regierung in Berlin auch aus einer Koalition von mehreren Parteien sein wird und keine alleinige Regierung einer Partei sein wird. Das hat ja manchmal auch ganz gute Effekte, wenn das der Fall ist. Manchmal ist es auch wirklich beschissen. Das haben wir auf Bundesebene jetzt auch gesehen. Transsexuellengesetz und so weiter und so fort. Da ist es dann schwierig. Und aber was das angeht, sucht euch die richtigen Koalitionspartner bitte für Berlin. Wenn ihr denn, ne, also auf Holz klopfen. Wenn sie können. Klappt ja. In Berlin, wenn sie denn können, das ist ja auch wichtig, nicht? Und nicht, dass ihr irgendwie dann so einen Spruch ablasst, von wegen lieber gar nicht regieren als schlecht regieren. Und das nochmal kurz. Also ich hab's ja eher so mit Opposition ist Mist, ne? Ja, das ist ja auch so. Was machst du da die ganze Zeit? Ja, da kannst du nichts machen, außer meckern. Und das ist nicht so schön. Ja. Wenn man die Möglichkeit hat, muss man schon die Verantwortung übernehmen. So ist es nun mal. Und das ist, ne? Gestalten macht dann doch einfach mehr Spaß als genau so. Nur rumjammern. Das ist wohl schon wahr, genau richtig. Eine letzte Frage hätte ich ansonsten noch. Ach genau. So, eine letzte Frage hätte ich, ja, eine allerletzte Frage hätte ich nämlich noch, Franziska. Heute war auch für dich ja irgendwie ein größerer Tag, wie du vielleicht schon mitbekommen hast, irgendwie. Wie geht's dir denn jetzt eigentlich so? Wieder ganz normale Menschen jetzt. Ja, ich bin immer ein ganz normaler Mensch geblieben. Und ja. Wisst ihr, ich habe das schon mal gesagt, was mich als Mensch ausmacht und wer ich bin und was ich kann, ändert nicht, was vor dem Namen steht. Und ich habe heute auch gesagt, ich habe diese Arbeit so geschrieben, wie ich sie für richtig gehalten habe vor 12 Jahren. Ich habe das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und wenn dabei Fehler passiert sind, dann bedauere ich das. Aber ich habe das so gemacht, wie meine damalige Sicht auf die Dinge das auch für richtig gehalten hat. Gut, ja, das wissen wir nun schon alles. Das hast ja schon in diversen Talkshows gesagt. Aber jetzt wirklich, aber wie geht's dir? Hast du heute Herzklopfen gehabt irgendwie? Genau, oder war das so ein, ich hatte eigentlich jetzt die letzten Tage schon irgendwie eine Ahnung oder war das heute so ein von wegen, okay, jetzt machen wir ein Häkchen hinter gesetzt, irgendwie so ein Beruhigungsgefühl irgendwie dabei, also emotional. Ich meine, du bist ja nicht nur Politikerin irgendwie, du bist ja auch irgendwie noch so ein Mensch, der auch so eine Emotion einfach hat. Ja, manche Leute haben den Eindruck, Politiker sind ja keine Menschen, ja? Dabei sind wir auch ganz normale Menschen und mit allem, was so ein Mensch so ausmacht, ne? Ja. Und also insofern, ich finde... Ja, ich sehe die ganzen Kommentare dauernd. Dazu nochmal, dass du auch ein Mensch bist. Ich würde niemals in die Politik gehen wollen. Das wäre mir viel zu nervenaufreibend. Und wenn ich die ganzen negativen Kommentare sehe, die dich anfeinden hier gerade, wie erträgt man sowas? Du bist da auch nur ein Mensch. Man nimmt sowas mit nach Hause und heult sich dann in den Schlaf oder kann man sowas irgendwann ausstellen? Ich heule mich nicht in den Schlaf, aber wisst ihr, ich denke mir immer so, die Leute, die hier so irgendwelche Kotz-Smileys schicken, ich frage mich immer, was die machen in ihrem Leben, ja? Wie, woher so viel Wut und Unzufriedenheit eigentlich kommt und was eigentlich, also ich glaube, dass die Leute, die das machen, selber richtig Probleme in ihrem Leben haben und Weiß man nicht, ne? Ja, ich weiß es nicht. Also ich frage mich immer, woher kommt die Wut im Bauch, ja? Und ja. Die man dann ins Internet auskotzt, ja? Und ich sag mal, ich lese viel, ich nehme das auch auf und trotzdem, manchmal muss man einfach dann auch sagen, okay, ich kann nicht auf jeden Kommentar reagieren, das geht nicht. Darum geht es ja nicht, aber du nimmst das ja mit nach Hause. Also ich meine, wir beide kennen auch Hate Speech es gibt Tage, da stecke ich das weg und manchmal wirklich sitze ich traurig zu Hause und verzweifle an diesem Hass, der einem entgegenströmt. Ja. Und das ist ja bei PolitikerInnen noch viel schlimmer. Ja, und es ist auch schlimmer geworden, das muss ich euch auch sagen. Ja. Ich glaube, wir haben wirklich ein Thema in der Gesellschaft, wie wir das schaffen, dass auch diese Anonymität und der schnelle Shitstorm im Netz und all das, was passiert, dass wir dagegen halten, ja, und dass wir, das ist nicht gut für unser Land, für unsere Gesellschaft. Wir wissen, jeder hängt den ganzen Tag an dem Gerät rum, ja, und das macht ja was mit einem, das macht auch was mit Kindern und Jugendlichen und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man ab und zu mal abschaltet und für mich ist dann immer so besser, ich gehe in den Garten, mache ein bisschen Unkraut weg und bin in ganz normalen Klamotten und dann geht es mir wieder gut. Eine letzte Frage.
Noch eine. Aber tut mir leid, wir überziehen maßlos. Ist gut. Aber der Talk ist so schön gerade. Wir haben drüber gesprochen, Margot. Ich scheue mich ein bisschen, die Frage zu fragen, aber ich muss sie fragen. Ich möchte nicht darauf hinaus, weil das nervt mich total in der Politik, dass ja weibliche Politikerinnen halt sehr oft auf ihr Äußeres angesprochen werden. Ja, da geht es um die Frisur, da geht es um die Klamotten. Ja, jetzt fragst du mich gleich nach meiner Frisur. Da habe ich ja schon gesagt, praktisch. Ja, nee, aber nein. Aber das, seitdem ich dich kenne aus den Medien, du hast immer denselben Style, dieses Kostüm. Und dann, ich habe dich noch nie mit offenen Haaren gesehen zum Beispiel. Und jetzt ist meine Frage, ich komme ja aus der Werbung, ich komme ja aus der PR. Ist das ein Konzept, das ausgearbeitet wurde? Ja. Das ist die öffentliche Franziska Giffey, oder wie ist das? Oder sagst du so laufe ich halt beruflich rum? Das ist hochinteressant. Ja, naja, also es ist schon ein Stil und es ist meine Arbeitskleidung. Ja? Also deine es ist, Arbeitskleidung. Ja, genau. Also bei euch so, ne? Muss ich mir vorstellen. Ja. Ja. Es ist, weißt du, ich habe mal, also ich bin ja relativ jung auch, habe ich angefangen und dann war das immer so, ich bin dann, ja, gab auch diese Momente, wo du nicht so ernst genommen wirst, ne? Junges Blondchen und so. Da hat irgendeiner mal zu mir gesagt, kleide dich konservativer. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, mach ich mal. Und und dann halt so Goldlöckchen bis zu den Schultern und so, du wirst halt anders gesehen. Ne? Und, Tatsache, ja. Okay. Ja, und dann habe ich, aber muss ich mal sagen, ist das für mich natürlich auch super praktisch. Also wenn du den ganzen Tag irgendwie 14 Stunden arbeitest und abends auch gut aussehen sollst, dann ist es halt gut, wenn du die Haare hochgesteckt hast, es hält den ganzen Tag. Ja, also manchmal wünscht sich mein Sohn, dass ich die Haare offen habe, dann mache ich das privat auch. Aber berufen. Süß. Vielleicht treffen wir uns ja mal privat dann. Ja, auf so ein Säckchen. Mach ich auch die Haare mal auf. Das machen wir sehr gerne. Ich würde jetzt, Jessica macht das wahrscheinlich, also ich hätte spontan vorgeschlagen, komm doch einfach mal dann, wenn es mit der Wahl geklappt hat, mit allem drum und dran, zu Jessica Parker an ihre Late-Night-Show. Da bist du dann die Gästin. Ich komme gerne als Sidekick und im Backstage machen wir offene Haare dann. Auf der Bühne müssen wir es nicht machen, das ist ja öffentlich alles so. Jetzt geht immer, Kevin Kühnert war auch schon da vor einiger Zeit. Waren schon alle da. Wir bleiben in Kontakt. Ja. Genau, so, ich muss jetzt. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und, sehr gern. Alles Gute. Ihr habt mir meinen Tag schön gemacht. Vielen Dank. Es war sehr schön. Und jetzt bin ich wieder guter Dinge. Danke. Schön. Alles Gute für dich. Tschüss.